Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich so einen Knaller-Adventskalender hier und zwar ist es der Sephora Favorites Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 129,95 €, ist bei Sephora verfügbar und enthält halt 24 oder sogar 25 Kläppchen, Böckchen, Türchen. Letztes Jahr bin ich mega darauf abgefahren und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt hier drin ist. Ich habe Sammy offensichtlich mit meinem Intro schon in den Schlaf geredet, denn er schnarcht wundervoll im Hintergrund. Schauen wir uns den einmal von außen an. Letztes Jahr war ja schöner in diesem Blau-Gold, ne? Gut, jetzt haben wir Rot-Gold und auch ein bisschen Pink mit dabei. Hier haben wir dieses Mal aber Boxen drin. Tada, so sieht es aus. Gut, positiv dabei ist, es passt einfach mehr rein als in die Schubladen, die wir halt letztes Jahr hatten. Hier steht All Beauty Stars oben drauf und ich würde sagen, wir schauen einfach mal hinein. Es geht natürlich mit der Nummer 1 los, wie sollte es anders sein? Und es geht schon kloppermäßig los. Das finde ich ja Wahnsinn. Von Fenty Beauty haben wir hier drin ein Diamond Bomb in der Farbe How Many Carats. 2,8 Gramm sind hier drin enthalten und das dürfte ein Highlighter sein. Dann schauen wir doch mal hinein. Und ja, okay, das ist ein Highlighter, den ich weitergeben werde. Ich hatte den so ähnlich schon mal da. Oder war das vielleicht genau dieser? Ich weiß es nicht. Der ist super glitzerig. Also wer drauf steht, go for it. Viel Spaß, hab Freude damit. Sogar ein Spiegel ist oben mit drin. Ich persönlich mag es nicht, dass der einfach so ultra glitzerig ist, aber es ist cool, dass das in der 1 mit drin ist. Also wow, Wahnsinn. Finde ich schon mal mega. Ich merke gerade, dass ich ein paar Probleme haben werde, das Ding nachher wieder zusammenzusetzen. Aber mal gucken, ob ich das hinkriege. Die Nummer 2 geht jetzt weiter an den Start. Und das ist schon wieder dekorative Kosmetik. Wow. Rare Beauty, ein Lip Soufflé in der Farbe Fearless. Und da haben wir drin 3 Milliliter, steht jedenfalls auf dem Flyer drauf, der daneben liegt. Und ja, wow, krasse Farbe, schöne Farbe, tolle Farbe, so bräunlich und oh, ne, so, oh, mag ich gerne leihen, die finde ich cool. Doch, das ist schon mal ein guter Start hier, ne? Weiter geht's mit der Nummer 3. Mal gucken, ob die Party genauso abgeht jetzt. Hier haben wir von The Ordinary ein Produkt drin und zwar ein Serum Hyaluronsäure 2% und B5 und das ist etwas, ja, das ist ein Gesichtsserum halt, ne? Und das dürfte auch eine Full Size sein. Dürften 30 Milliliter enthalten sein. Ja. Yep. Und bei The Ordinary bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Bin ich nicht so mega der Fan von, wenn ich ehrlich sein darf. Hatte ich schon mal ein Produkt da. Das hat mir leider nicht so gut gefallen. Aber vielleicht gefällt mir das hier ein bisschen besser. Das ist so ulkig. Hier so eine Schublade versteckt, die man öffnen muss. Da steht auch Open Me an der Seite drauf. Und dann hat man jetzt die Nummer 4 in so einem kleinen Säckchen drin. Also das ist wirklich eine schöne Entdeckungsreise, die man hier macht. Ne? Finde ich süß. Cool. Und da haben wir was von Moroccan Oil drin. Das ist dieses typische Haaröl, finde ich wundervoll. 15 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist ein ganz tolles Öl. Arganöl dürfte das sein. Und das machst du dir so in die Haarlängen, Haarspitzen rein und das pflegt halt immens. Ne? Das ist ganz, ganz klasse. Hatte ich auch schon mal hier. In dem Adventskalender war das auch schon mal. Es ist traumhaft. Also ganz tolles Produkt. Süß gemacht hier mit diesen kleinen Säckchen so zwischendrin. Ne? Och Mann. Weiter geht die Entdeckungsreise mit der Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Also der Adventskalender macht bislang echt Laune, macht Spaß. Und hier haben wir tatsächlich auch eine geile Mascara drin, die Maneater Mascara von Tarte. Hier sind enthalten 4,5 Milliliter und die habe ich noch nie ausprobiert. Die soll richtig gut sein. Habe ich in manchen Favoritenvideos auch schon mal gesehen. Und das, wow, hat so ein langes, dickes, gerades Gummibürstchen. Und das erinnert mich an diese MAC Mascara, die haben so eine ähnliche. Catrice hat auch, glaube ich, so eine Mascara mittlerweile im neuen Sortiment aufgenommen. Riecht halt nach Mascara, das finde ich schön. Cool. Nikolaus, die Nummer 6. Da bin ich mal gespannt. Sephora ist ja eigentlich eine französische Firma. Dementsprechend dürfte hier eigentlich auch was Spektakuläres drin sein. Und hier haben wir wieder Fenty Beauty bzw. Fenty Skin, das Fat Water, Pore Refining Toner Serum. Ich liebe Toner, die machen so tolle Dinge mit der Haut. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und sowas verwendest du halt, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast oder nachdem halt das Gesicht mit Wasser in Berührung gekommen ist, um das Gesicht darauf vorzubereiten. Wie oft hat sie Gesicht gesagt?
Hey, sei ganz entspannt, gleich kommt ein bisschen Pflege auf dich zu. Sei nicht schockiert von diesen ganzen wundervollen Inhaltsstoffen, die ich auf dein Gesicht geben werde. Zunächst gleichen wir so ein bisschen den pH-Wert aus und packen Toner drauf, ne? Genau, und das ist auch so dickflüssiger und das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Es steht 3:3 zwischen dekorativer Kosmetik und Pflege aktuell. Das macht echt Laune. Die Nummer 7 ist auch wieder in einem Säckchen, was in dieser Schublade drin ist. Mega cool. Wow. 7 Milliliter von dem Good Girl von Carolina Herrera. Ein Eau de Parfum. Oh, so geil. Ist das nicht dieser Schuh? Ist das nicht dieser Schuh, sagt sie, ne? Nein, wie geil. Guckt euch das an. Mega cool. Also ich sag mal, für diese Flakonsammler ist das hier der Jackpot, oder? Boah, ist das schön. Also das wird hier safe, ich drehe mal den Stiletto hier rum. Genau, das ist halt leider einer so zum, ne, rausdrücken und nicht einer zum Sprühen. Das heißt, es ist leider nicht etwas, was bei mir bleiben wird. Huch, aber da freut sich sicherlich jemand anders drüber, wenn er oder sie, vor allem sie wahrscheinlich, weil es ein weiblicher Duft ist, das Parfüm dann in einem Miniatur-Parfüm-Adventskalender findet, den ich gerne demnächst mal verlosen möchte. Aber wow, hammerschön. Also, ne, das finde ich schon mal richtig geil. Das ist richtig krass. Haut mich echt von den Socken. Auch wenn ich es nicht selber behalten werde, ne? Aber ich finde das wunderschön. Das ist dekorative Kosmetik für mich, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, aber Leute, es kracht hier schon die ganze Zeit und ich merke wieder, wie gerne ich diesen Sephora Favorites Adventskalender mag. Ja, er kostet 130 Euro, aber man darf nicht vergessen, dass wenn man sich bei diesem Sephora Unlimited Programm anmeldet, also dass man sich im Prinzip als Kunde registriert und dann sagt, ja, ich möchte auch Unlimited Mitglied sein, dann kriegst du dann, glaube ich, den Newsletter und so, da kannst du Punkte sammeln und du kannst eine Lieblingsmarke festlegen. Und da kannst du jetzt in dem Fall zum Beispiel Sephora auswählen und bekommst dann 10 oder, wenn du halt irgendwann richtig viel Geld dafür da ausgegeben hast, 20% auf deine Lieblingsmarke. Und das finde ich hammermäßig und es gibt immer wieder krasse Rabatte und sowas. Hier haben wir von Benefit das Gimme Brow Plus in der Farbe 3 drin und das sind 1,5 Gramm. Das habe ich aktuell bei mir auch auf dem Schminktisch stehen, dass wenn es mal schnell gehen muss und ich trotzdem irgendwie meine Augenbrauen auffüllen möchte, dann verwende ich das. Ne? Da sind halt so kleine Kunstfaserviecher dran für die Augenbrauen und mega. Also der Kalender hat es in sich. Klar, du hast hier eine riesengroße Box und so ein kleines Produkt. Ist für mich persönlich aber klasse, weil ich den dann super weiter befüllen kann und weiterverwenden kann. Über die Nummer 9 dürfen wir uns nun freuen. Und was haben wir hier drin? Das ist Pflege von Eborian. Ich mag die Marke total gerne. Milk and Peel Mask. Eine Maske, die dir ein neues Gesicht geben soll in 5 Minuten. Dieses Wort Resurfacing finde ich einfach unheimlich witzig. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Und das soll dann in dem Sinne ja dafür sorgen, dass deine Haut regeneriert wird und wieder angeregt wird, wieder alles tutti zu machen. Milk and Peel würde ich jetzt so in irgendeiner Art und Weise denken, dass da quasi hier Milchsäure oder sowas drin sein könnte und dementsprechend dann ja quasi die oberste Hautschicht ganz zart ablöst, wie auch immer, stelle ich mir witzig vor. Mit der Nummer 10 wird es weitergehen und die ist sehr, sehr leicht. Heißt aber nichts, da kann was Cooles drin sein. Und hier haben wir tatsächlich eine Patchology The Good Fight Clear Skin Mini Sheet Mask. Das finde ich witzig. 4 Milliliter drin enthalten und ich weiß nicht, das scheinen einfach solche, hier ist so ein Bild dazu, ne? Solche X'e zu sein, die du dir dann auf die entsprechenden Stellen drauf machen kannst, wo du gerade Unreinheiten hast. Also hier in der T-Zone hat man ja gerne mal so Unreinheiten oder halt hier um den Mund rumherum mit der Maske und so weiter. Mega geil. Und die kannst du auseinanderfalten, für 10 Minuten drauf lassen und ja, mega. Finde ich interessant. Weiter geht es mit der ersten Schnapszahl, der Nummer 11. Und hier haben wir wieder dekorative Kosmetik drin von Huda Beauty, Baby kommt zu Mama. Der Diamond Balm passt natürlich in einen Adventskalender, ne? Da darf alles gerne ein bisschen sparkly sein, deswegen passte der Highlighter auch sehr gut in die Zeit rein. Hier habe ich die Farbe Negligé. Wie geil ist bitte diese Farbbezeichnung? Ein Träumchen. Oh mein Gott, ja. Sowas finde ich schön. Ich weiß nicht, ob der jetzt ist der... Ja, Lip Balm, ne? Also im Prinzip ist das ein Lippenbalsam und kein Lippenstift. Aber er wird dir halt Sparkles auf die Lippen geben. Und das finde ich irgendwie charmant. Und allein wie das aussieht, ne? Ein Träumchen. Oh mein Gott, das ist so richtig holo. Oh mein Gott. Der sieht einfach beautiful aus. Keine Ahnung, wer sowas, ne,
im Alltag auf seinen Lippen tragen wird. Ich werde das auf jeden Fall behalten und verwenden, weil ich überhaupt keine Last damit habe, das in YouTube-Videos zu tragen oder halt auch so, wenn ich meine Freizeit verbringe. Aber mega geil. Komm, wir swatchen den mal. Also das ist halt wirklich, du hast jetzt nicht diese dunkle Farbe, du hast einfach einen Lippenbalm, der halt so nicht zu exzessiv, also nicht kindisch einhornmäßig changiert. Ne? Der schimmert richtig schön. Ich finde den klasse. Das ist wirklich Erwachsenen-Glow fast schon, würde ich dazu sagen. Feier ich. Mega schön. Okay, so, jetzt gehen wir zur Halbzeit. Und das ist die Nummer 12. Ja, da bin ich mal gespannt. Die Halbzeit darf gerne ein bisschen was Besonderes sein, weil sie ja so diese kleine Wende des Adventskalenders für mich immer bedeutet. Hier haben wir ein Pflegeprodukt drin, und zwar eine Schlafmaske. Kannst du aber auch als ganz normal so Nachtcreme verwenden. Ne? Von Innisfree Hydrating Sleeping Mask mit grünem Tee. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Und die lässt du dann halt über Nacht drauf und morgens wäschst du dir ja dein Gesicht. Und dann kannst du die runternehmen. Das finde ich auch nicht verkehrt, ne? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, was die dann... Die sollen einfach Feuchtigkeit geben, ne? Mehr nicht. Jo, ist okay. Die letzte Box aus der oberen Etage ist die Nummer 13. Ich finde, dass es schon ein ziemliches Erlebnis ist, hier diese ganzen Produkte zu entdecken. Und das ist auch bislang sehr vielfältig. Von Respire haben wir ein Natural Face Wash. Das ist so eine feste Gesichtsseife, die auch für sensible Haut geeignet sein soll. Und hier haben wir drin 16 Gramm, ein veganes Produkt. Und damit, ja, feste Gesichtsreinigung habe ich jetzt auch in den letzten Monaten ganz gut kennengelernt. Da hatte ich auch eins von Foamy, was mir gut gefallen hat. Und hier haben wir eins, ein kleines Produktchen drin. Einfach mal zum Ausprobieren, ob einem das überhaupt gefällt. Ne? Sieht aus wie eine klassische Seife. Ist aber sehr sensible Hauttypen geeignet, wenn man das so nennen kann. Ja, cool. Hatten wir, glaube ich, mal in der Goodiebox mit drin. So, jetzt lüften wir das Geheimnis von der zweiten Etage. Da kann man hier nämlich ziehen, beziehungsweise klappen. Und dann klappt sich das hier so auf. Ach, guck mal, hier ist ein Wow-Produkt drin. Bin ich auch mal gespannt, was da drin sein wird. 14. Die ist hier. So aufregend hier. Von der Sephora Eigenmarke haben wir etwas drin, und zwar Glossed Vinyl. Das scheint ein neues Produkt zu sein. Intense Lip Lacquer in der Farbe 06 All Powerful Red. Ja, das ist ein ganz klassisches Rot. Und ich finde, sowas hast du irgendwie immer in einem Adventskalender drin. Und es ist immer die Frage, wie kreativ die Boxenpacker das dann gestalten. Also sei es ein Cool Kajal oder ein roter Lippenprodukt irgendwas oder Nagellack, ne? Haben wir meistens in solchen Adventskalendern drin. Ich finde es aber cool, dass wir hier einen Lip Lacquer drin haben, weil das ist einfach ein Produkt, was ein bisschen anders ist. Ist so ein Zwischending zwischen Liquid Lipstick und Lip Gloss. Es ist einfach mal was anderes. Und deswegen finde ich das gut, muss ich wirklich sagen. Die Nummer 15 hat verborgen, dass dahinter gleich auch wieder Schubladen auftauchen werden. Also es ist wirklich eine kleine Entdeckungsreise, die wir hier bekommen. Oh mein Gott, die zweite Mascara ist am Start. Die Damn Girl von Too Faced ist so geil. Ich mag die. Geil. Finde ich richtig geil. 6 ml sind hier drin. Das ist relativ viel, ne? Obwohl das halt so eine Travel Size ist. Und die hat so ein richtig fluffiges Kunsthaarbürstchen. Und die macht so eine Wum-Geschichte auf den Augen. Habe ich tatsächlich schon da. Deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal explizit öffnen, aber es ist eine meiner absoluten Lieblingsmascaren von Too Faced, muss ich gestehen. Ganz heimlich hat sich oben in der Ecke die Nummer 16 versteckt, und die ist sehr, sehr leicht. Ein Make-up-Eraser. Was ist das denn? Hä? Warte mal. Erase all Make-up with just water. Premium Sample. Okay, da scheint ein kleines Produkt zu sein hier drin. Und das ist 10,16 cm mal 7,62 cm. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich aussieht. Ich kenne den Make-up-Eraser. Den habe ich auch als Tuch tatsächlich schon mal da gehabt. Und das hier ist einfach wirklich so ein ganz kleines Tüchlein davon. Oh mein Gott, ist der süß. Ja, da kann man auf jeden Fall verwenden, ne? Ist ja nichts Schlimmes drum bei. Fühlt sich super weich an und so, ne? Und damit kann man sich auch auf jeden Fall mit dieser Größe abschminken. Ist jetzt ein kleines Produkt, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Da ist auch irgendwie so eine Bedienungsanleitung mit drin. Das finde ich sehr witzig gerade. Jo, auf jeden Fall sehr witzig gemacht. Erinnert mich auch so ein bisschen an ein Radiergummi von der Form her, von der Verpackung, ne? Die 17 ist ganz schön groß.
Und hier haben wir Pflege drin. Olaplex Nummer 3. Das ist so eine Art Haarkur, aber auch nicht wirklich. Da muss man aufpassen mit Keratin und so. Hatte ich in einem anderen Adventskalender oder in der Box drin, weiß ich gar nicht. Möchte ich weitergeben. 30 Milliliter sind da enthalten. Und also Olaplex, da muss man, so wie ich das verstanden habe, da auch wirklich auf viele verschiedene Faktoren achten, damit die Haare nicht abbrechen und so. Und da habe ich echt Angst vor. Also bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Inhaltsstoffe zu studieren, also das soll eine geile Wirkung machen, wenn man das wirklich gewissenhaft und richtig anwendet, kann man sich natürlich auch mit so einem Produkt schön rantasten. Ich persönlich habe aber da ein bisschen Respekt vor, deswegen wird das weiter wandern. Die Nummer 18 eröffnet die Weihnachtswoche, die jetzt so kommen wird, und hier sehe ich dekorative Kosmetik drin. Das ist ja was. Oha, Anastasia Beverly Hills, hier haben wir das Brow Freeze drin in der Full Size, ernsthaft, 8 Gramm. So ein Produkt, das habe ich mir selber auch gekauft, als es neu rausgekommen ist. Ich glaube, das kostet 30 Euro oder so. Ich muss gestehen, dass ich damit nicht klargekommen bin und deswegen habe ich es auch weiter wandern lassen. Das war dieses Jahr auch super im Hype und ich glaube auch, dass viele sich darüber freuen werden, wenn sie den Adventskalender auspacken und dieses Produkt in den Händen halten. Ich komme damit einfach nicht klar, weil meine Augenbrauen dafür einfach nicht geschaffen sind. Also, ne, ich habe einfach, das funktioniert nicht. Nee, die sind halt nicht voll genug dafür, als das, ne, und dann muss man das auffüllen mit halt einem Stift und irgendwie will das alles bei mir nicht funktionieren und nein, das ist mir zu kompliziert. Ich bleibe da lieber bei meinen generellen Augenbrauenprodukten und also bei meinen Augenbrauengelen und aber da werden sich safe mega viele drüber freuen, wenn die das aus dem Kalender ziehen. Vor allem, weil es halt auch einfach so ein neues Produkt ist, ne, weil es dieses Jahr aktuell im Hype war. Die Nummer 19 habe ich hier. Die fühlt sich recht schwer an, wird auch wohl wieder Pflege sein. Oh, okay. Das ist ein Glasprodukt, ne, von Mercy Handy. Cleansing Spray, Lavender und Eukalyptus Relaxin 50 Milliliter. Ich beziehe das jetzt mal nicht auf Chlorona, wenn ich das mal ehrlich sagen darf, sondern einfach auf die generelle Reinigung der Hände. Mercy Handy ist immer in diesem Adventskalender vertreten, weil es auch eine Marke ist, die halt bei Sephora vertreten ist. Deswegen einfach, ne, anstelle von einer Handcreme finde ich es okay. So, mehr sage ich nicht dazu. Die Nummer 20. Wahnsinn, wie schnell das hier gerade geht. Ich bin ein bisschen traurig. Aber gut, hier haben wir was von Ren mit dabei. Clean Skincare Evercom Gentle Cleansing Milk. Das finde ich schön. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und damit kann man sein Gesicht reinigen. Das würde ich als zweiten Schritt von meiner Abschminkroutine verwenden. Da verwende ich im ersten Schritt ja meistens einen Abschminkbalm, um alles soweit aufzubrechen. Und dann gehe ich unter die Dusche, wasche das ab und danach verwende ich unter der Dusche einen Abschminkcleanser halt, ne, oder ein Schaum oder sowas. Und da würde ich sowas halt auch gerne einfach unter die Dusche stellen. Das finde ich cool, das mag ich gerne. Und ich glaube, Ren ist auch eine recht gute Marke. Die Nummer 21 fühlt sich auch wieder sehr schwer an. Auch ich finde, jetzt könnten die gleich auch wieder ein bisschen mehr dekorative Kosmetik hier reinpacken, oder? Also das fand ich am Anfang sehr ausgewogen. Nicht, dass die Produkte nicht gut wären, die jetzt hier als Pflege drin sind, aber ne? Ich persönlich kaufe meistens bei Sephora nämlich dekorative Kosmetik. Schreib mir mal gerne unten in die Kommentare, was du da vor allem kaufst. Würde mich sehr interessieren. Hier habe ich von Fresh etwas drin. Das ist die Rose Deep Hydration Face Cream. Und die soll einfach deine Haut, ja, nähren und so, ne? Was haben wir hier drin? 15 Milliliter. Und das ist auch so ein richtiger Glastiegel. Sehr hochwertig fühlt sich das Ganze an. Und ich glaube, auch Fresh ist eine recht bekannte Marke bei Sephora. Die haben wir auch letztes Jahr in dem Adventskalender mit drin gehabt. Und Rose ist natürlich voll mein Ding, ne? Die Nummer 22 schimmert uns charmant entgegen. Und da gucken wir mal rein, wird sie mich bewegen. Hier habe ich auf jeden Fall so ein Papp-Ding. Baby Bieber. Okay, so eine Pappverpackung ist das. Was haben wir hier drin? Ach du geile Kacke. Natasha Denona, eine Bieber-Palette, Eyeshadow-Palette. Hat Natasha denn nur so kleine Lidschattenpaletten? Hier steht irgendwas mit 3 Stück hinten drauf. Also werden das wahrscheinlich 3 Fännchen sein. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh mein Gott. Da haben wir 2 matte und einen schimmernden Ton. Und damit kann man sich einen ganz einfachen Augenlook schminken. Das ist ja super geil. Guck mal, da kannst du dir diesen hellen Ton einfach in die Lidfalte geben. Mit dem dunklen Ton kannst du es vertiefen und an den unteren Wimpernkranz geben. Und mit dem Schimmerton kann man dann halt im Augeninnenwinkel hier die Highlights machen und vielleicht auch so ein bisschen untenrum. Ähnlich habe ich meinen Look nämlich heute auch geschminkt. Das waren eigentlich auch nur 3-4 Töne. Mega cool. So eine süße kleine Palette. Och Mensch. Hä? Hier ist ganz schön viel drin, Leute.
das denn alles? 25? Okay, wir haben tatsächlich, also, hä? Ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Wir haben jetzt in der unteren Schublade nämlich noch drei Säckchen drin. Da habe ich jetzt einmal hier die Nummer 23. Und wir haben gleich noch ein Wow-Produkt. Wahnsinn. RMS Beauty, den Buriti Bronzer. Süß. 5,67 Gramm sind hier drin enthalten. Buriti, da kriegst du Hunger, ne? Willst du ein Burrito essen? Geil. Okay, das ist so ein kleines Glaspöttchen. Hier steht RMS Beauty drauf. Süß. Ach, das ist ein Cream Bronzer. Guck mal, wie geil. Das ist eine schöne Farbe. Der muss ausprobiert werden, ne? Cool. Buriti. Ich glaube, ich bin die Einzige, die darüber lacht. Dann gucken wir mal in Heiligabend rein, die Nummer 24. Da haben wir was Kleines drin. Oh Gott, ich glaube, da ist was von Charlotte Tilbury drin, weil ich merke, diese Riffel, ne, von diesem Lippenstift. Kennt ihr das? Oh, ich lieb's. Und da haben wir tatsächlich den Pillow Talk drin von Charlotte Tilbury. Richtig geil. Ich meine, ja, es ist das dritte Lippenprodukt im Prinzip schon, aber es ist Charlotte Tilbury, Leute, ne? Da sage ich nicht nein, den habe ich auch und den finde ich fantastisch. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe, ein schöner Nude-Ton, Alltagston. Gleichzeitig aber auch super edel zum Ausgehen und so. Gerade wenn du dann so dir den Lippenstift nochmal nachziehst und dann diese Verpackung rausziehst. Ein Traum. Mega geil. Das finde ich echt schön. Krass, Leute. Und jetzt haben wir schon die Nummer 25. Wusste ich nicht, ehrlich gesagt, dass wir hier 25... Büchschen, Kläppchen, Täschchen, Schublädchen haben. Und hier sind einfach zwei Sachen drin. Ach du meine Güte. Als erstes haben wir Juliet Has a Gun. Also, ja, ein Parfum. Okay. Nee, hier steht drauf, not a perfume. Hä? Okay, es ist kein Parfüm. 5 ml sind hier drin. Warum ist es kein Parfüm? Keine Ahnung. Warum? Hier steht drauf, not a perfume. Und hier vorne steht, Perfumes. Okay. Und das ist Gott sei Dank ein Sprayer. Das finde ich toll. Und ja, mega. Also einfach ein Parfum. Das riecht ein bisschen herber tatsächlich. Da weiß ich noch nicht, ob ich das mag. Muss ich mir nochmal angucken. Und dann haben wir aber noch was in diesem Säckchen drin. Ich bin gerade voll überwältigt. Und zwar haben wir hier einfach mal ein Schmuckstück drin. Und das ist ein Medaillon. Nein, noch besser. Das ist kein Medaillon. Das ist ein Ding, was du aufklappen kannst und dann sprühst du das Parfum da rein und du riechst das die ganze Zeit, weil das dir halt um den Hals hängt. Das finde ich interessant. Von Carrie Paris steht hier drauf. Ist es wohl irgendwie? Und das ist halt eine goldene Kette, ne? Das finde ich ja interessant. Finde ich die Kette sonderlich schön? Nö, ich finde sie relativ schlicht, ne? Die fühlt sich recht schwer an, aber ich glaube, dass es unheimlich praktisch ist. Das ist cool. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn wir haben hier noch so ein Büchschen, was sich Wow nennt. Ich weiß nicht, ob hier was drin ist. Ja, hier ist was drin. Benefit Tinting Offered Giftwucher. Nein. Gratis Tinting-Gutschein. Nur ein Gutschein pro Person einlösbar in Sephora Stores. Oh. Mit einer Benefit Brow Bar und unabhängig von Produktkäufen. Zum Einlösen Termin an der Brow Bar vereinbaren und Gutschein vorzeigen. Stores, die diesen Service anbieten, findest du unter Sephora.de. In den folgenden Schweizer Sephora-Geschäften befindet sich eine Brow Bar. Das ist nochmal angegeben. Bis 31. Mai 2022. Und dann kannst du dir die Augenbrauen färben lassen. Ja, das finde ich echt cool. Ich weiß nicht, was sowas an Wert hat. Das werde ich mal versuchen, aus dem Internet rauszusuchen. Aber ja, hier ist einfach mal ein Gutschein zum Augenbrauenfärben. Einfach so mit dabei, ohne Zahl. Hier stand einfach nur Wow drauf. Ey, Leute, ich will es noch nicht beschreien, weil ich noch nicht alle Adventskalender ausgepackt habe, ne? Aber der Sephora Adventskalender ist wirklich mal einen Blick wert. Ich rechne auch mal aus, ob das wirklich auch so einen hohen Wert hat, aber ich gehe da mal ganz stark von aus bei den ganzen Produkten. 129,95 Euro hat man dafür regulär ausgegeben. Wie gesagt, wenn man Sephora Unlimited Mitglied ist und da diese ganzen Gutschein-Bla-Geschichten hat, beziehungsweise Lieblingsmarke angegeben hat, bekommt man da halt noch den Abzug, wenn man möchte, ne? Ich bin begeistert. Ehrlich. Letztes Jahr hat er mich schon so umgehauen und jetzt hat er es wieder getan. Die anderen Sephora Adventskalender habe ich noch neben mir stehen und ich befürchte, dass sie nicht so geil vom Inhalt sein werden.
Aber der ist echt geil. Schaut ihn euch einfach mal an. Vielleicht, ne, wünscht man sich den auch einfach mal. Ich bin baff. Wir haben ein tolles Verhältnis von dekorativer Kosmetik und Pflege hier mit drin. Wir haben geile Marken hier vertreten. Wir haben auch wirklich schöne Produkte mit dabei. Wir haben sinnvolle Produkte mit dabei. Ich bin beeindruckt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!